Hallo ihr Lieben, ein kurzes Update, beziehungsweise ich werde was Neues machen in Sachen Karottenöl. Ich hatte mir das ja hier umgefüllt in den Pumpspender, aber ich glaube, ich habe viel zu viel Öl reingemacht. Das hatte ja schon fast die Wirkung wie so ein Selbstbräuner. Und das ist jetzt hier an der Schläfe zum Beispiel, ist so ein weißer Fleck, so unregelmäßig. Und hier ist das auch so hell, obwohl ich da auch Karottenöl aufgetragen habe. Ich weiß gar nicht, warum das hier so hell ist. Und was mich noch stört, ist hier so am Hals. Da kommt ja eh immer wenig Sonne rauf, weil, naja, das Kinn halt so einen Schatten wirft. Und wenn ich jetzt im Sommer braun werde und ich hier so einen weißen Streifen habe, das kann ich auch nicht ausgleichen mit dem Karottenöl. Ich habe schon extra einmal hier auch Karottenöl aufgetragen, aber irgendwie bleibt das heller als der Rest. Hier an meiner Hand habe ich ja auch mal Karottenöl verwendet als Vergleich, nur die eine Seite. Da habe ich nichts drauf gemacht, da habe ich auch was drauf gemacht. Und das ist auch so ein bisschen, ja, als wenn ich einfach so einen Klecks Selbstbräuner drauf gemacht hätte und das ist mir nicht gleichmäßig genug. Und hier oben an den Augen ist das auch recht hell. Da habe ich aber kein Karottenöl drauf gemacht, weil ich sowieso schon so ölige Augenlider habe. Wollte ich jetzt nicht noch mit Öl darauf rumschmieren und so wegen Lidschatten auftragen. So, wie gesagt, das benutze ich nicht mehr. Das benutze ich für meine Beine. Das Karottenöl verwende ich weiterhin fürs Gesicht und auch als Bronzer. Das kann man hier sehen. Den habe ich jetzt gerade frisch aufgetragen. Das ist noch so ein bisschen ölig. Aber ich mag das voll als Bronzer. Ich finde das richtig gut. Hier habe ich heute mal weggelassen. Ich habe nur das gemacht. So, wenn ich jetzt braun werde im Sommer oder im Frühling, dann wollte ich das so ein bisschen ausgleichen, weil ja das noch so hell ist und das hier so hell und das hier so hell, wollte ich das ausgleichen mit Karottensaft. Ich hasse Karottensaft, ich mag das nicht trinken, aber ich will es einfach trotzdem mal ausprobieren. Ich werde also ab heute ist der 14. März, 30 Tage lang jeden Tag ein Glas Karottensaft trinken. Heute ist der 14. April, heute ist der 14. März und am 12. April sind 30 Tage um, also 30 Gläser Karottensaft. Und dann möchte ich mal gucken, ob das hier und das und dieser Rand, ob das verschwunden ist durch den Karottensaft. Jetzt werde ich mir mal schnell meine Haare machen. Ich zeige mal so ein Vorher für 30 Tage danach, dann nach 30 Tage Karottensaft-Experiment. Jetzt werde ich mir schnell meine Haare machen und dann werde ich mit euch zusammen das erste Glas Karottensaft trinken und dann mal gucken, wann es ein Update gibt. Vielleicht nach 10 Tagen, vielleicht nach 20 Tagen, ich weiß es noch nicht. Auf alle Fälle tüdel ich mir jetzt meine Haare erstmal zurecht und dann trinke ich mit euch zusammen das erste Glas Karottensaft. Bis gleich. So, hier ist mein Karottensaft. Den habe ich aus dem Kühlschrank, weil kalt kann ich das wahrscheinlich besser runterkriegen als Zimmertemperatur. Deswegen habe ich den im Kühlschrank stehen. Den muss ich auch noch gleich ordentlich schütteln. Und um eine Bräunung der Haut zu erzielen, muss man ein bisschen Öl hinzufügen. Dann nehme ich jetzt einfach das, weil ich das gerade da habe. Da werde ich einen Teelöffel nehmen. Das kommt jetzt ins Glas, ein Teelöffel Öl. Dann schüttel ich den Saft mal ordentlich durch. Oh Gott. Und dann kommt das dazu.
Das sieht nicht gut aus. Mit dem Öl da oben drauf. So, jetzt trinke ich mein erstes Glas Karottensaft. Ja, dieses Öl, was da jetzt oben schwimmt, stört mich jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das so runterkriege. Also, Glas Nummer 1. Oh, ich glaube, ich muss das Video ein bisschen schneiden, weil ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, um das runterzukriegen. Ich muss es auf Ex trinken. Und ich darf nicht dran riechen. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Boah, dieses Öl da oben drauf ist ganz schlimm. Oh, ist das Öl eklig auf den Lippen. Okay, Tag 1 erledigt.